Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich in unserem Format Naturmedizin. Heute beschäftigen wir uns mit einem ekligen Thema, nämlich über die ekligsten Viecher, die in unserem Körper zu Hause sind. Vom Viren, Bakterien, vom Parasiten bis hin zu weiß Gott was. Ich habe hier einen Spezialisten, der im Bereich mit diesen Parasiten zu tun hat. Ganz herzlich willkommen, lieber Wilfried. Wilfried Obel, Therapeut aus Deutschland. Danke, dass du wieder da bist. Grüezi, Alexander. Ja, du hast uns immer wieder in unseren vielen Sendungen gezeigt, dass du mit diesen Viechern eigentlich gut zurechtkommst oder eine Ahnung hast darüber zumindest, was die auslösen. Und jetzt erzähl mal ein bisschen, was haben wir da für Viecher in unserem Körper drin? Wo fängt es an? Im Mund schon wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Also das ist jetzt fast schon mittendrin eingestiegen. Weil damit erwähnst du ja bereits die Eintrittspforte von Viechern. Aber gut, wir können das so machen. Nehmen wir als Summe die Mikroorganismen, die Lebewesen, die in uns drin leben dürfen und die nicht in uns leben sollten, die wir uns aber irgendwie von außen einfangen, um es mal so zu beschreiben, und denen wir Rahmenbedingungen schenken, dass die sich dann auch in uns vermehren können. Ja, das wäre jetzt mal so ein Überbegriff, wobei das unterschiedlich ist, ob es sich um Viren oder Parasiten oder Bakterien oder Würmer oder Pilze handelt. Ja, die reagieren auch alle unterschiedlich. Ja, jetzt hätten wir mal so die fünf wichtigsten oder eigentlich die wesentlichen Mikroorganismen oder Schmarotzer, könnte man sagen, Parasiten erwähnt. Letztendlich kann man auch eine Bakterie als Parasit bezeichnen. Also sind das alles lebende Wesen, außer der Pilz? Der ist jetzt. Der Pilz lebt auch. Lebt auch, ja, aber jetzt nicht als Tier, sondern als Pflanze. Als Myzel, ne? Als Pflanze quasi, ja, fast eher als Pflanze. Es bildet sich das Myzel und dann gibt es Sporenträger und das sind dann die Vermehrungselemente von einem Pilz und dann entsteht aus Sporen, entstehen dann wieder neue Myzele. Also das ist hochspannend, das ganze Thema. Und es verflechtet sich auch. Gerade Bakterien, Pilze, die werden auch über sogenannte Urtierchen mitunter auf einen gemeinsamen Ursprung gebracht, wo Zellen sich im Blut sogar verändern können aufgrund des Milieus. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch von Antoine Béchamp, dass nicht die Bakterie ist das Problem, sondern das Milieu, ne? Oder das Milieu ist alles, die Bakterie ist nichts, oder Claude Bernard, je nachdem, wer es als erstes gesagt hat. Und das ist tatsächlich so. Also da schweife ich jetzt aber ab, bleiben wir erstmal bei den Tierchen. Aber im Grunde genommen, ohne das Milieu würden die sich auch nicht wohlfühlen bei uns. Und das ist das, was ich mit Rahmenbedingungen gemeint habe. Ne? Wenn du hast dich ja gezwungenermaßen damit beschäftigt, dann viele Menschen haben einfach eine Überwucherung oder eine Untersiedelung. Ich glaube, der Darm ist auch immer wieder ein großes Thema. Du hast dich damit beschäftigt, weil einfach diese Milieus sich verschoben haben und du wieder ins Gleichgewicht bringst. Richtig. Und die Folge aus einem Ungleichgewicht ist immer wieder Unwohlsein bis hin zu schwerer Krankheit, oder? Unbedingt, ja, klar. Mhm. Also vor allem diese Gruppe von chronisch degenerativen Erkrankungen, wenn wir sie mal so nennen, die durchaus einen Ursprung haben können in einer parasitären Entwicklung, weil diese Parasiten entweder Organsysteme so stark beeinträchtigen, dass die nicht mehr gut arbeiten, oder eben, dass sie einen eigenen Stoffwechsel haben, der uns zu schaffen macht, um es mal ordinär auszudrücken, die können uns zukacken. Das heißt, die sorgen mit ihrem Stoffwechselabfall dafür, dass die Leber extrem viel Entgiftungsarbeiten leisten muss und sich dann um andere Dinge nicht so gut kümmern muss. Ne? Besonders höher entwickelte Parasiten, also wie zum Beispiel Würmer oder große Parasiten, die spielen da eine Rolle. Oder auch sogar kleine Tierchen wie ein Helicobacter, das bekannteste Bakterium eigentlich, was uns zu schaffen macht, was überwiegend im Magen, aber auch im oberen Teil des Zwölffingerdarms wohnt. Das produziert IL-8, Interleukin 8, also ein Entzündungsmediator und auch Ammoniak. Und beides tut natürlich dem Körper nicht gut. Ne? Kann man, wenn man von diesen ekligen Viecher redet, eklige Viecher, die sind ja zum Teil auch sehr wichtig und zum Teil eben nicht gewünscht. Kann man sich da sagen, dass der Kern des Problems, wenn es eins gibt, immer im Darm zu suchen ist, im ganzen Körper her betrachtet? Glaube ich nicht. Im Darm findet sowas wie die, ich will nicht sagen, die letzte Schlacht statt. Aber dort ist der Austragungsort
des Kampfes letztendlich, ne? Weil dort auch ganz viel sitzt, was theoretisch das Milieu noch verändern kann. Die Milchsäurebakterien, Bifidobakterien, Buttersäure wird gebildet. Das heißt, der Körper hat ja Abwehrmöglichkeiten und auch die Chance, das Milieu in die richtige Korrektur zu bringen. Und wenn das dann wieder geschafft hat, dann ist praktisch auch die Überpopulation von einem unliebsamen Mitbewohner, die ist ja dann auch wieder zurückgeregelt worden. Schlimm ist es dann, wenn das körpereigene Abwehrsystem versagt. Und da wiederum ist der Darm die Zentrale unseres Immunsystems. 80% des Immunsystems ist im Grunde genommen im Darm angesiedelt, genauer genommen auch im Mikrobiom, also in dieser großen Bakterienvielfalt der guten Bakterien. Und die haben immer damit zu kämpfen, dass es eben andere Bakterien gibt, die von weniger gutmütigen Eigenschaften geprägt sind und die dann den guten Darmbakterien das Leben schwer machen. Also solange der Mensch ein gutes Darmmilieu hat und nicht irgendwo in eine Krankheit reinrutscht, kann er mit diesen Viren, Bakterien, Pilzen und so weiter umgehen. Ja, kann man so sagen. Aber wenn es trotzdem was passiert, dann muss man nicht nur die Ursache, sondern auch den Darm mitbehandeln, weil der Darm schlichtwegs überfordert war. Also immer gleichzeitig. Das ist richtig, ja. Also die Empfehlung lautet ganz klar, Ursache finden, eine Korrektur über Maßnahmen, die dann auch den Eindringling vertreiben und anschließend oder auch schon parallel den Darm unterstützen, damit das Mikrobiom wieder gut arbeiten kann, damit die Bakterienstämme, die das Immunsystem bedienen, damit die sich wieder gut entwickeln können. Mhm. Das gehört eigentlich in eine komplette Konzeption, wenn man entdeckt hat, dort haben wir jetzt eine Bakterien- oder eine Parasitenbelastung und ich möchte dem wirkungsvoll begegnen. Ja. Mhm. Aber ich meine, gibt es da eine Medizin eigentlich dahinter, hinter diesen ganzen Viren, Bakterien und Pilzen? Du hast dich jetzt zwangsweise damit beschäftigt und darum habe ich dich auch gerne eingeladen, aber wird das auch gelehrt, geschult? Ist das eine neue Wissenschaft, dass man sich mit denen Viechern beschäftigen muss und deren Kot? Also was neu ist, das ist die Häufigkeit des Auftretens von Krankheiten durch diese Viecher. Das ist ganz klar zu beobachten. Das ist bekannt. Also ich würde sogar sagen, das ist ein zeitaktuelles Problem, dass wir übermäßig viel mit Eindringlingen zu tun haben, die unserem Körper zu schaffen machen. Hat das mit unserer übermäßigen Hygiene zu tun, dass wir heute einfach einen Angriff haben von Parasiten und eigentlich gar nicht mehr das Abwehrsystem haben? Hm. Weil wir nicht mehr in Sandhaufen spielen durften und alles weiß und clean und kein Staub und gar nichts? Also alles das, was an Verunreinigung in einem Bereich stattfindet, wo wir Bakterien aufnehmen, trainiert quasi auch unser Immunsystem. Und im Laufe der letzten Jahre, würde ich mal sagen, sind die Barrierefunktionen von den Schutzmechanismen unseres Immunsystems schwächer geworden. Gleichzeitig sind die Eindringlinge mehr geworden und die Maßnahmen, die man ergreifen wollte oder die man ergriffen hat, um eine Prävention zu betreiben, ne, also das Desinfizieren, was du geschrieben hast, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass die Bakterien widerstandsfähiger werden und dann mitunter auch Resistenzen entwickeln können und dann kommt man mitunter mit einem Antibiotikum dann auch nicht mehr weiter. Und aus der Naturheilkunde, da arbeiten wir nicht mit einem Antibiotikum, ich dürfte auch keins verschreiben. Es gibt aber durchaus Situationen, da führt kein Weg an einem Antibiotikum vorbei. Ich habe dann auch durchaus in unserem Therapeutenzirkel Ärzte, die dann auch mal sagen, Mensch, also diese hochgezüchteten extremen Ulti-Breitbrand-Antibiotika, die können das nicht mehr schaffen und jetzt habe ich einen tollen Erfolg, ich nehme ganz einfaches Penicillin. Und da bin ich dann mit einem da in Kontakt und der sagt, also der kriegt ja einfach Penicillin hochdosiert und siehe da, tatsächlich genau das knackt dann das Bakterium für eine bestimmte Zeit, gleichzeitig ein Probiotikum, damit auch die Darmbakterien sich wieder entwickeln können. Und dann hätte man sozusagen als Erstmaßnahme dann schon das Richtige gemacht. Aber die Ursache ist halt noch nicht beseitigt. Mhm. Und das Ursachenfeld, das ist extrem breit aufgestellt und geht auch ganz klar in den psychischen oder psychomentalen Bereich.
Ach, schon wieder? Schon wieder, ja. Also auch so in Gesprächen oder auf Seminaren oder wenn ich bei Schulungen dann da vorne stehe, dann gibt es ja welche, die mich dann häufiger sehen und die sagen, Herr Obel, ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Also wenn Sie eine Ursache angeben, dann ist es entweder psychomental assoziiert oder Säure-Base-Haushalt. Ich meine, das kann doch nicht alles daran festgemacht werden. Mhm. Weil letztendlich läuft es auf diese beiden Faktoren hinaus. Ne? Das eine ist das Milieubestimmende, der Säure-Base-Haushalt, und das andere ist, wenn ich nicht mehr Herr im eigenen Haus bin. Mhm. Ja, also das eine bringt das andere ja mit sich. Wenn ich nicht mehr Herr im eigenen Haus bin, wenn ich also nicht in der Lage bin, mein eigenes Haus zu schützen, sei es jetzt auch mal egal mit was, mit Mitteln des Milieus, was mir also dafür zuträglich ist, dass ich genügend Salzsäure habe, die erste physische Barriere von Bakterien, die in mich eindringen können über die Nahrungsaufnahme, oder sei es eben die eigene persönliche Einstellung, dass ich mich ganz klar positioniere und sage dem anderen bis hierhin und weiter nicht. Und je weicher man ist und je nachgiebiger man ist und je weniger man dafür sorgt, dass hier doch Grenzen sind, die der andere nicht überschreiten soll, desto größer ist die Gefahr, dass ich eben ein offenes Haus habe. Und dann kommen die rein. Mhm. Und wenn die dann sehen, das Milieu ist gleichzeitig auch so, boah, da kann man sich wohlfühlen, ne? Da werden also Abfallhalden hoch gehandelt und dann fangen die sich an zu vermehren und tummeln sich. Und dann hatte es irgendwie so als kleinen Initialzünder eine mentale oder eine psychische Schräglage gehabt oder auch eine emotionale Schräglage. Und dadurch ist so diese erste Verbreiterung und die erste Populationsgröße entstanden. Und dann war der Körper aber nicht in der Lage, aufgrund des mäßigen Milieus, das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. Mhm. Ja, und dann findet dann ein sich gegenseitiges Befeuern der Entwicklung statt. Milieu ist schlecht, Bakterien kommen, Bakterien vermehren sich, machen das Milieu noch schlechter. Und das ist dann eine Spirale, die entstehen kann. Hm, okay. Hm, ganz schön doof. Aber nochmals zurück. Ja. Wenn der Mensch eine solche Wucherung hat, irgendwie etwas, was aus dem Ruder gelaufen ist, und man merkt ja, man hat körperliche Symptome und geht zum Arzt. Mhm. Inwiefern wird hier schon so weit geforscht oder gesucht, dass man eigentlich die Ursache findet, oder wird einfach wirklich nur mit Antibiotikum gearbeitet und geht gar nicht weiter tiefer in die Forschung rein, um die Ursache zu finden? Nein, wird nicht. Wird noch nicht. Wird nicht. Also man kann sagen, also ich habe ja jetzt wunderbarerweise passend zu dem heutigen Termin hier so ein dämliches Herpes an der Visage. Ne? Ich wollte mir es schon wegschminken lassen, aber irgendwie sagt er. Wir stehen dazu. Wir stehen dazu. Das ist menschlich. Und so ein Herpesvirus, kann man sagen, der erwischt einen. Und warum? Ne? Warum kommt er dann auch am Mund zum Ausbruch? Und da könnte man jetzt sagen, die Botschaft, die dahinter steht, wahrscheinlich habe ich mich nicht getraut, etwas auszusprechen, wo ich mal mit der Faust auf den Tisch schlagen wollte, sondern ich habe zurückgehalten, ich habe ein böses Wort zurückgehalten, und weil es nicht ausgesprochen wurde, konnte es sich energetisch in dem Bereich der Lippe, was ja der Überbringer des Wortes ist, manifestieren und hat dann für diese wunderschöne Blume dort gesorgt. Ne? Mhm. Also das könnte man im übertragenen Sinne so auflösen. Und wenn man dann anfängt nachzudenken, also wenn ich dann einen Klienten habe, dem sowas Ähnliches passiert, und ob das jetzt ein Herpes am Mund ist oder ein Pickel am Hintern, das ist dann erstmal egal, das hat alles seine Ursache. Und wenn ich dann anspreche, welche Themen es sein können, dann geht demjenigen und auch mir ging dann ein Licht auf, warum habe ich das gekriegt? Und ja, ganz klar, ich habe mich da in einer bestimmten Situation deutlich zurückgehalten und habe gedacht, das mache ich jetzt aus Anstandsgründen oder um nicht in Ausrutschen aufgrund von Unfreundlichkeit reinzugeraten. Und das war in dem Fall das Problem. Ja, und so kommt das dann. Und das ist verhältnismäßig harmlos, aber es gibt weitaus schlimmere Dinge. Und genau die möchte ich noch ansprechen. Was für Leute kommen denn letztendlich noch zu dir, die einfach bisher nicht die Ursache ihres Problems gefunden haben, du es aber dann sehr wohl über Parasiten, Viren, Bakterien, Verpilzungen und so weiter gefunden hast? Also der, da uns ja auch die Zeit nur in einem bestimmten Rahmen zur Verfügung steht, würde ich jetzt mal das am häufigsten Vorkommende nennen. Das sind alle Menschen, die im gewissen Sinne Verdauungsprobleme haben. Blähungen, Übelkeit,
schlechter Stuhlgang, übelriechender Stuhlgang. Dann daraus ergibt sich dann die von mir analysierte Eiweißverdauungsstörung zum Beispiel, auch so ein ewiges Thema bei vielen Menschen. Und sowas ließe sich dann nach einer Analyse auf einen Candida albicans, ne, auf einen Darmpilz zurückführen. Das ist also eine sehr häufige Ursache und dann muss man halt gucken, dass der Candida albicans verdrängt wird. Und da gehören so viele Dinge dazu. Erstens mal, was die Ernährung anbelangt. Zweitens mal natürlich, was das Milieu anbelangt. Dann bin ich dann immer sehr froh, dass ich die Analysemöglichkeit habe, diese pH-Straße des Darms zu verfolgen, dass ich nicht nur weiß, wie ist der pH-Wert des Kots? Das signalisiert ja praktisch nur im Enddarm den pH-Wert. Aber ich habe ja Dickdarm, unterer Dünndarm, mittlerer Dünndarm, oberer Dünndarm, Zwölffingerdarm, Magen. Das sind ja alles Stationen, die ganz wichtig sind. Und das Milieu dort muss ich kennen, um eventuell wirkungsvoll eingreifen zu können und um dann diesen Eindringling zu vertreiben. Oder auch, um herauszufinden, wie verändere ich das Milieu, damit sich eben der Candida albicans dort nicht mehr wohlfühlt. Ja, und ein Candida, der wird dann eben ziemlich häufig analysiert. Der darf auch durchaus bis zu einem bestimmten Teil Mitbewohner sein. Aber wenn die Population zu groß wird oder die Fläche des Beeinträchtigens des Darms wird zu groß, dann bringt er natürlich Symptome mit sich. Also wie gesagt, Eiweißverdauungsstörung, dann wieder diese sich selbst sabotierenden Prozesse der Milieuveränderung, schlechte Stoffwechselsituation, Resorptionsstörungen im Dünndarm, mangelhaftes Aufnehmen von Mikronährstoffen. Der Zuckerhaushalt wird total aus dem Ruder gebracht. Ich kann Fructoseintoleranz entwickeln und so weiter. Ne? Histamin-Themen sind oftmals daran gebunden. Und schließlich, je dichter diese Besiedlung mit dem Candida albicans wird und die Belästigung der Darmschleimhaut, kann es auch zu diesem Leaky Gut-Syndrom führen, ne? Dieser löchrige Darm, was dann wiederum möglicherweise Allergien nach sich zieht. Das heißt, das eigentliche Symptom, mit dem dann der Mensch zu mir kommt, das ist mitunter schon die zweite oder die dritte oder die vierte Stufe von etwas, was viel früher begonnen hat, ne? Und das viel früher begonnen ist eben auf der physiologischen Ebene, mikrobiologisch gesehen, der Candida albicans. Aber ursächlich gesehen auch wieder das Milieu, was überhaupt erst die Rahmenbedingungen geschaffen hat, damit das sich so verbreitern konnte. Das. Machst du da noch häufig Stuhlproben, Stuhlanalysen? Ich mache die gar nicht. Also wenn ich dann Menschen habe, die zu mir kommen, dann bitte ich die, dass sie eine Kotprobe abgeben, um dann meine eigene Analyse vielleicht nochmal zu überprüfen. Oder aus meiner Analyse kann ich schon so viele Parameter ableiten, dass wir mit naturheilkundlichen Stoffen was in die Wege leiten können. Und wenn es denen dann nach 3-4 Wochen besser geht, okay, dann sagt man dann, ja, das war jetzt klasse, guter Tipp. Und jetzt habe ich Zucker weggelassen und ich habe Tabletten genommen, wo Bor drin ist. Ich habe sogar mal dieses eine Mittel geschluckt, was der Arzt mir empfohlen hat. Kann man machen, weil mitunter ist eine kurze Anwendung von einem Antimykotikum, was dann beispielsweise wirksam wäre, gar nicht so schlimm und kann mal zunächst eine Mini-Keule darstellen, wenn man dafür sorgt, dass das Mikrobiom in Ordnung bleibt. Und dann lässt sich dann natürlich mit einem gezielt verabreichten Probiotikum das Ganze wieder abmildern. Ja. Bin überrascht, wie vielfältig und weitreichend das ist, wenn es da ein bisschen überwuchert. Ja, das stimmt. Und wenn der Organismus nicht in seiner Kraft ist, gestresst ist, erschöpft ist oder Mangelerscheinungen kriegt oder psychische Problematiken, dann kommen eigentlich genau diese Viecherchen in Überhand. Die kommen, klar. Und da müsste man viel mehr Analyse machen heutzutage. Ja? Müsste man, weil diese Viecher kennen auch unsere persönlichen Schwachstellen. Ist das in der Naturheilkunde, so wie es du betreibst, viel, viel mehr Fokus drin, hier Analysen zu machen? Oder ist das heute auch in der gängigen Schulmedizin auch schon ein großes Thema? Ich denke, die Schulmediziner werden da drauf kommen, weil dann auch vermehrt bei den Laboranfragen drauf geachtet wird. Dann guckt eben mal nach Strongyloiden oder nach Schistosoma oder wie ist die Shigellen, das sind Darmbakterien, oder die Proteus-Population, oder haben wir zu viel E. coli? Also durchaus auch Bewohner, die ja da sein dürfen, die dann aber in einem bestimmten Bereich nur sein sollen. Also das wird schon gemacht, ja. Und wie die Therapie dann aussieht, das ist dann schulmedizinisch mitunter dann auch wieder mit Medikamenten, Chemotherapie oder mit Antibiotikum.
Und ich suche mir dann eben Kräuter und entsprechende naturheilkundliche Stoffe aus, die das dann auch machen können. Also es gibt eine ganz große Palette von Wirkstoffen gegen Parasiten, Würmer und Kleingetier. Das ist Nelkenextrakt, das ist Wermut, das ist Beifuß. Das sind verschiedene ätherische Öle. Oreganoöl funktioniert wunderbar, ist allerdings ungenießbar, eigentlich in der Menge, wie man es bräuchte. Gibt aber schöne Kapseln. Ja, man kann mit Fenchelöl, mit Ingweröl arbeiten. Also die Palette ist sehr groß, Papaya-Kerne beispielsweise. Und man kann dann auch vielleicht sogar mit Bioresonanz oder mit anderen Methoden mal austesten, was dann das Mittel der Wahl wäre. Und wenn man das dann gibt und auch eine lange Zeit gibt, dann ist sozusagen der Direktangriff auf diesen Eindringling erfolgreich. Trotzdem wird man nicht der Korrektur des eigenen Verhaltens enthoben, weil dann würden die ja vielleicht wiederkommen, nachdem sie vertrieben sind, wenn ich eben nicht auf meine Bewusstheit achte oder auf das Milieu achte. Mhm. Also im Grunde genommen ist das dann nur der erste Schritt gewesen. Aber oftmals erkennen die Menschen ja, indem sie sich damit beschäftigen, mit dem Thema, und wenn sie dann den Hinweis bekommen, ja, dass dann so ein Schistosoma durchaus mit Pärchenbildung zu tun hat, der heißt auch Pärchenegel, landläufig betrachtet. Und wenn ich dann sage, naja, wie ist es denn mit der Pärchenbildung? Ja, also haben Sie irgendwie Stress mit Ihrem Mann? Oder ich frage den Mann, dürfen Sie nicht regelmäßig zum Stammtisch gehen und kriegen dann Ärger mit Ihrer Frau? Also mitunter sind das Kleinigkeiten. Da kann man dann mal kurz ansprechen. Also auch wieder so dieses kurze Erwähnen von Faktoren im Alltag. Hoppla, ja, und davon kommen die. Die kommen natürlich nicht davon alleine, aber das spielt alles eine Rolle und tut das Seine dazu bei. Und wenn dann eben jemand zu viel Eiweiß isst, eine Eiweißverdauungsstörung hat, ein Fäulnis im Darm und dann eben eine Überpopulation mit Clostridien, mit Shigellen, mit Proteus und E. coli, dann sind natürlich die Weichen gestellt für ein ganz schlechtes Milieu und dann erhalten noch mehr von diesen unliebsamen Bewohnern Einzug. Mhm. Ne? Aber in der Stuhlprobe selber würde man das eigentlich alles das erkennen, ja, heutzutage. Wenn, ja, man erkennt das, wenn dem Labor gesagt wird, guckt mal da drauf. Mhm. Wenn die nicht gesagt kriegen, wonach sie gucken sollen. Dann, aber es gibt inzwischen natürlich Standardschemata. Wenn man dann eine Kotprobe einschickt, dann die Labore sind gut, die machen eine gute Arbeit und die können dann auch anhand eines Profils aufzeigen, welche Lebewesen oder welche Mikroorganismen vorhanden sind, die aber nicht dahin gehören. Mhm. Das stimmt. Nur die Exoten. Wenn man dann eine Vermutung hat nach irgendeinem Exoten, dann sollte man den dann separat angeben. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Es ist doch mal spannend, jetzt mal so zu hören. Also über die Stuhlprobe können wir sicherlich erkennen oder finden, wo der entsprechende Hund oder Viech begraben ist, was wir eigentlich weghaben wollen. Und dann müssen wir auch nur entscheiden, wollen wir es mit der Keule behandeln oder wollen wir es naturheilkundlich angehen. Das stimmt, ja. Und aber viele Wege führen zum Ziel. Ja. Aber wichtig auch zu sehen, dass der Hund wirklich manchmal in den kleinsten Dingen begraben sein kann. Ist so. Ja. Wo man sehr ungern hinsieht. Ja. Also ich denke, vor ein paar Jahren, wo die ganzen Labore noch mit Stuhlproben noch gar nichts am Hut hatten, war es ja unmöglich, hier irgendwie außerhalb der Schulmedizin was zu machen. Ja. Oder innerhalb der Schulmedizin, Entschuldigung. Naturheilkunde hat man ja immer wieder mal. Hat man, richtig. Zwar nicht gewusst, aber geahnt. Mhm. Trotzdem wäre auch ein naturheilkundlich korrekter Ansatz, der letztendlich aber symptomatisch bleibt, nicht die Beseitigung des Problems. Also insofern kann man auch gucken. Ich sage immer, das sind mentale Trojaner. Ne? Mentale Trojaner, tatsächlich. Mhm. Ja, ich höre das immer wieder, aber es ist immer schwer zu fassen und auch in einer Sendung rüber zu vermitteln, dass unsere Psyche, unsere geistige innere Einstellung zu Problemen, zu Situationen des Lebens doch immer wieder einen Grund haben oder den Auslöser darstellen für ein gesundheitliches Problem, oder? Und das ist schon immer wieder wirklich schwierig. Ja. Der Rüdiger Dahlke macht das auch immer wieder. Hinter jeder Wirkung haben wir eine Ursache und er geht das eigentlich immer sehr mental an. Mhm. So auch seine Bücher diesbezüglich Gesundheit, Krankheit als Symptom. Und es ist immer wieder die Psyche dahinter. Als Symbol, ja. Ja, sicher. Das danke herzlich, gut. Lieber Wilfried, danke für diese Sendung. Bitte, wir werden gerne. Ihnen natürlich auch noch zwischendurch ein paar Bilder gezeigt haben, dass Sie mal anschauen können, wie diese Viecher auch aussehen. Aber es braucht es zum gesunden Menschen, solche Viecher in unserem Körper drin zu haben. Aber eben das Maß und das richtige Milieu, das ist wichtig dazu. In diesem Sinne, danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen miteinander.